Tribünen sind leer heute am Holmenkollen. Es ist Ruhetag und ich nutze diese Gelegenheit, um mal die Strecken ein bisschen näher in Betracht zu ziehen und euch einmal die wichtigsten Stellen dieser berühmten Holmenkollenrunde vorzustellen. Auf geht's! Bereits nach wenigen Metern geht's aus dem Stadion. Der Auslauf ist wirklich super breit angelegt. Also hier sind schon kurz nach dem Start Überholvorgänge, ja, super möglich. Ruhetag für die Sportler, aber Höchstbetrieb für die Serviceleute. Also diese Anstiege haben es wirklich in sich, brutal. Und überall an der Strecke findet man Camper. Was für eine Wand, die sich da vor einem auftut. Das Gute ist, nach jedem Anstieg, noch so steilen Anstieg, kommt auch eine ebenso steile bzw. lange Abfahrt. Hinterm Stadion geht's vorbei an der weltberühmten Holmenkollenkapelle. So, kurz vor dem Einlauf ins Stadion warten hier mit dem Anstieg zum Gratisaugen nochmal eine Möglichkeit zum Überholen. Wenn man hier nicht in einer aussichtsreichen Position liegt, dann wird es wahrscheinlich nichts mit dem Weltmeistertitel. Und dann geht's endlich in die letzte Kurve und auf die Zielgerade. Ja, und dann ist es geschafft. Man hat die Ziellinie überschritten, hier auf dieser äußerst anspruchsvollen Runde. Einer WM, also auf jeden Fall würdig und wenn nicht sogar die härteste WM-Strecke überhaupt. Es wird spannend werden, in den Massenstartrennen vor allem, wie sich der Rennverlauf entwickelt, ob es Ausreißer geben wird. Die könnten auf dieser Strecke vielleicht sogar ja, das Glück haben und durchkommen. Angekündigt haben es einige auf jeden Fall, um Peter Neuthog hier nicht den Zielsprint zu überlassen. Wir werden sehen, also auf alle Fälle sind spannende Rennen garantiert hier auf dieser Runde.